los geht's. Halt. Kohle drin? Nein. Egal. Egal, geil. So. Aber die sind alle rot. Gehörte. Gehörte. Oh, jetzt habe ich sie doch gemetzelt, ne? Das waren schon ein paar Meter. Halt. Halt, da sehe ich was. Flasche Varanwein. Stimmt wichtig. Garantiert. Scherbe. Halt. Da oben. Was ist da oben? Da komme ich doch gar nicht hin. Wie komme ich denn da hin? Komme ich da rüber? Nee. Da muss ich bestimmt einmal durch die ganze Bude laufen, ne? Nehme ich doch mal an. Ja. Haben wir uns so gedacht, ne? Dass ich mal eben so auf locker. Nein, nein. Oh, ein Schlag hat gereicht. Na? Gut. Was ist da? Komme ich hier da dran? Ja. Dann auch nicht. Hör doch mal auf zu stöhnen. Das könnte ja jemand falsch auffassen. Was lädst du denn da so lange? Ja, Junge, also ehrlich. Der lädt da eine Stunde rum. Jetzt gucken wir mal. Quatsch. So, ja, einmal da lang. Hier ist ja ein totes Ende. Fleisch. Ne? Sehr leicht. Jetzt knack. Kulminit-Ablagerung. Hallo? Kulminit. Irgendwas, das ist garantiert irgendwas Gutes. Ja. Kulminit. Vielleicht für eine besondere Waffe? Irgendwas? Die du sonst nicht herstellen kannst? Halt doch mal die Klappe, du Trottel. Lass, du zeigst dein Schwert auf mich. Ah, je. Ich hab mich getroffen, die Sau. Ja, das sind die 60%, mich angreift wegen Blitz. Das ist echt gut. Das schockt die Leute. It's shocking. Mittel. Nein. Ja. Ich habe die Macht. Gut, weiter hoch. Mit meinen Waffen. 21, komm. Dich auch, dich auch. Ach komm, jetzt klöppeln wir einfach mal alles durch und dann ist gut. Ja, trotzdem ist das... Ah, da sind wir bei der Truhe. So, mysteriöses Pergament.
wollen wir doch mal lesen, das mysteriöse Pergament. Oder können wir das gar nicht lesen? Mysteriöses Pergament, da. Nein, können wir gar nicht lesen. Habe ich hier irgendwas? Nein. Waffen. Auch weg, du auch. Noch mehr weg. Ja, die Zepter ist, glaube ich, das Einzigste, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. 178 zu 327. Ich glaube nicht, dass das noch nötig ist. Hä? Absolut nicht. Halt, kalt. Nein, können wir nicht gebrauchen. Dich auch nicht. Gut, halt. Jetzt du. Hallo? Ausreißer? Rindizuga finden. Was? Na spitze, wie soll ich... super. Na, ich weiß schon, wie wir die finden. Ja. Logisch. Ist ja eigentlich... der zweite Schritt normalerweise. Jetzt muss ich ja die ganzen Familien auch auslöschen. Alles auslöschen. Komplett. Bom. Am besten ich mache ganz Weißenfels platt. Weißfels. Dann habe ich mit gar nichts, keine Sorgen mehr. Nee. Na komm. Aspekte des Kampfes. Ach, guck mal, da ist sie schon. Die sind alle tot. Hallo. Ihr kennt mich nicht, doch ich habe euch beobachtet. Mhm. Ich heiße Rindy. Das Pergament, das ihr bei euch tragt, es gehört mir. Steak hatte es immer als Hochzeitsgeschenk vorgesehen. Gebt es mir, seid so gut. Erzähl mir von der... Genau. Ihr habt richtig gehört. Die Dagwaris und die Zunga sind sich spinnefeind. Aber zeigt mir zwei Familien in Apotüre, die befreundet sind. Und ich zeige euch einen Gnom mit Gewissen. Mhm. Was ist mit Steak? Was ist mit ihm? Ich bin hunderten von Männern begegnet, die mehr nach meinem Geschmack sind. Aber sie hatten nicht, was Dick hat. Die Dagwari-Karte. Nachdem ich erfahren hatte, dass Dick sie hat, musste ich handeln. Ich war bereit, alles zu tun, sogar den Narren zu heiraten. Aha. Ganz genau. Die legendäre Schatzkarte der Familie Dagwari. Damit kann ich mir ein neues Leben aufbauen. Den Namen Zunga ablegen und von vorn anfangen. Aha. Sprecht niemals meinen Namen aus. Ich hasse es, ihn zu hören. Zunga. Er klingt nach Würgen, nach einem Schädel, der unter einem Hieb zerbricht. Wenn ich ihn höre, wird mir übel. Bald werde ich einen neuen Namen und ein neues Leben haben. Hm. Vielleicht. Aber er kann mich nicht versorgen. Er kann sich kaum selbst versorgen. Seht nur, wie leicht er gefangen genommen wurde. Aber vielleicht habt ihr recht. Er verdient das nicht. Nicht von mir. Es gibt nur noch wenige sanfte Seelen in Apotüre. Aha. Ich möchte nicht die letzte töten. Ich werde allein in die Welt ausziehen. Ja, tschüss. Zu Steck zurückkehren. Ja, machen wir dann. Ist ja nichts Schlimmes. Aha. Moment, ich muss runter. Ist der denn der Typ? Da hinten kann der nicht sein. Da auch nicht. Da, jetzt sehe ich's. Ja, ja, ich bin da. Einfach erstmal geradeaus gehen. Ja, ja, kommen wir schon automatisch da runter. So, und da muss ich hin. Aha. Moment, sind die Schätze hier oben oder unten?
Na gut. Ja, noch weiter runter kann ich ja fast gar nicht. Was ist denn jetzt hier los? Sag mal, wie viel gibt's denn davon? Ja, und du? Sag mal, wie viel gibt's denn davon denen? Kann doch noch nicht alles gewesen sein, oder? Bezweifel ich, da sind da noch welche. Schlangenschluckgrotte. Aber die sind. Ah, die sind oben. Naja, gut. Ist das auch oben? Ja. Und das Ding? Nee, der ist da hinten. Oh, wie viel Schätze? Lebenstrinker? Habe ich das jetzt. Ja, komm, machen wir erst den Stufenaufstieg. Ich wollte nicht, aber. Gut, ich muss mal sehen, was hier zum Schluss ist. Handeln. Du kannst gestohlene Gegenstände nun bei jedem Händler verkaufen. Aha. Überzeugung. Bestechungsgelder für Verbrechen sind nur 50% niedriger. Das ist mir egal. Du kannst an einem Gemmenschleifergemm aus beliebigen Sockeln entfernen. Aha. Minus 40% Sichtweite argloser Charakter, während du verstohlen bleibst. Du bist immer erfolgreicher, wenn du versuchst, schwere Schlösser aufzubrechen. Ja. Die Glyphen von Schutzzauber regenerieren sich deutlich langsamer. Aha. Komm, machen wir hier. Und ich brauche Macht. Genau, ich brauche Macht. Ja, ein Grund. Das ist hier Langschwert. Das ist Großschwert. Langschwerter. Mhm. 28, einen brauche ich noch. Den tacker ich dann hier rein noch. Was ist das? Reine Muskeln aus dem Gewichten sind. Unfassbar effektiv. Ja. Halt, was ist hier? Der letzte Treffer deines Bebens. Eine Erschütterung. Was ist das denn hier? Deine verfeinerten Schaden auf deinen Gegner zurück. Oh. Wie viel brauche ich hier für 35? Komm. Zack. Haben wir irgendwas Besseres hier? Was ist das? Nö. Hier auch nicht durchbeschreien, obwohl Nahkampfschaden, boah, das ist mal heftig. Aber dann verliere ich alle meine, ja, und solange, ich würde sagen, solange behalte ich das auch. Hallo, da, ja, da, auf eins auf alle Talente und, das behalten wir mal bei und, ja. Ja, ich werde das wahrscheinlich noch abändern, aber... Oh, 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 kommst du denn her? Oh. Alter! Das war nur eine Stufe höher. Sind die Zungas dran? Ja, gut, dann... Sind die Zungas halt dran? Soll mir auch wurscht sein. Mir ist das egal, wen ich hier niederschnetzel, weghole oder was weiß ich. Zack. Die ist tot. Nee, die will nicht an dir. Die will alleine durch die Gegend. Und das glaubt er mir dann nicht. Weißflöckchen. Ihr habt die Karte, aber Rindi habt ihr nicht gesehen, oder doch? Sie ist anmutig, strahlend, wie eine Oase an einem Sommertag. Ich war mir sicher, sie ist hier. Sie sagte, die Sterne selbst würden nicht so lange warten wie sie. Oh Gott.
erzähl mal von den Zungas. Sie sind nicht so böse, wie manche denken, aber schlimmer, als ihr euch vorstellen könnt. Mhm. Das beweisen meine Narben. Mhm. Was soll das heißen? Sie ist fort. War ihre Furcht zu groß? Ist sie zurückgeblieben? Ich hatte es befürchtet. Ich konnte sie nicht glücklich machen. Naja, ich hab sie... Genau das ist passiert. Sie hat euch nie geliebt. Ich befürchte, ich konnte sie nicht glücklich machen. Das ist eine Lüge. Nein. Ihr kanntet sie nicht so gut wie ich. Ihr seid fremd in Apotüre. Ihr könnt das Pergament behalten. Es ist eine Karte, gezeichnet von meinem Großvater. Sie zeigt alle Darkvari-Schatzverstecke in Apotüre. Ich will sie nicht. Nicht mehr. Was nützt mir Reichtum, wenn ich ihn nicht mit meiner Liebe teilen kann? Was nützt mir irgendetwas? Okay. Bleib mal hier. Ey, ich muss euch alle töten. Na gut, dann nicht. So, wir gucken aber mal erstmal auf die Gegenstände. Und wegen der Schatzkarte. Jetzt weiß ich natürlich, wird das automatisch jetzt Darkvari? Ach nee, Dwerger. Nicht. Müssen wir mal hier schauen. Entweder habe ich die schon übersehen oder das wird automatisch angezeigt. Das wird also automatisch angezeigt. Na gut. Ey, mal deine Sterne. Wo komme ich denn da jetzt noch hin, Leute? Skoriamine. Boah, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ernsthaft jetzt? Ich weiß es nicht. Na gut, halt da unten. Wird aber auch gar nicht angezeigt, die Mine, oder? Doch, die wird angezeigt. Alles gut. So, jetzt werde ich mal... Hier. Sag mal, entweder haust du drauf oder lässt es. So, ich muss jetzt die Quest aktivieren. Die Zunge. Durchbruch? Nein. Nein, nein, die Zungas. Ja, zack. Na gut, du bist der nächste Feind. Komm rein hier. So. Da sind noch Feinde. Die muss ich ja mitnehmen. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Alles erledigt. Oh. Kapuze. Da kommen die nächsten. Ah. Aua. Hey. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Wo ist der nächste? Ja, ja, wieder ab. Hey. Wo will die hin? Kann ja wohl nicht wahr sein. Also ehrlich, ich habe die weggedrückt statt rangezogen. Vielleicht war das auch verkehrt, aber. Kann ich nicht wissen. Nee. So, jetzt werden wir da. Sterne, was ich hier alles finde und wie und wo und überhaupt und... Der Wegekuckuck blieb stehen. Er hatte die Klapperschlange noch nie sprechen hören. Ihre Stimme war ein langsames, unschönes Hissen, das den Wegekuckuck beunruhigte. Bitte, Wegekuckuck, meine Stimme ist rau, die deine ist so hübsch. Du bist so schnell und so viel mutiger als ich. Kannst du mir eine Stimme wie die deine bringen? Der Wegekuckuck dachte kurz nach, dann sagte er,
Ich werde dir etwas von meiner Stimme leihen und in deinen Schwanz legen. Deswegen rasselt die Klapperschlange. Aha. Das war die Klapperschlange, wo ihre Schlapper-Klapperschlangen... Nee, ihre Klapper-Schlapper-Klang. So rum ist das richtig. Stulpen. Mhm. Nee, das kann auch weg. Ja, so langsam wird's wirklich sehr eng. Ja. Schild kann weg. 52er, aber... Nee, kann auch. Du auch. Hey, mal deine Sterne-Accessoires. Kann da irgendwas weg? Nein, da kann nichts weg. Komm. 9 Gegenstände. Ist ja nicht viel, ne? Aber halt. Was ist denn da noch drin? Na, dann machen wir gleich. Wo kommt der auf einmal her, der Penner? Da. Ja, ich wollte schon rankuppeln. Kein Problem. Du hast mich außerdem gerade gestört. Noch erkunden muss. Sonnenlager. Wir müssen kurz rein, damit... Alles klar, jetzt haben wir es aktiviert. Ja. Ist das da drin? Nein. Wer bist du denn? Kenne ich nicht. Du bist ein Niemand, ein Nichts. Ein überhaupt gar nichts. Nee. Motus Berg... Motus Berg... Jetzt! Wunderbar. Wow, wir entdecken die jetzt richtig gut. Ja, so richtig viel. Aua! Schutz. Schutz ist gut. Schutz kann ich gebrauchen. Vor allen Dingen hierbei. Ja. Mist. Oh, geschafft. So gerade eben. So gerade eben. Scheint noch eine Truhe zu sein. Oh, hier hoch. Hier scheint auch noch einiges zu sein. Jo. Ist das nicht prickelnd? Immer noch nicht. Ah! Zugas, das bin ich doch richtig. An. Juhu. Was wedelt er denn da mit dem? Ist das jetzt unterhalb? Die ist unten drunter. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin soll. Ich soll hier alle auslöschen und... Ja, hier unten waren wir noch nicht. Ja, auf jeden Fall entdecken wir jetzt einiges. Oh, der war aber gut geschützt. Oh. Mal ehrlich, Freunde, das ist ja jetzt schon nicht mehr schön.
Ja, ich müsste hier mit 0 hingehen. Und dann wäre ich noch überladen. Ah, endlich. Ja, Hä? Weg damit. Ich müsste wirklich erst zurück und mich komplett leer machen. Ja, jede Waffe nur einmal. 96. Ich halte die mal. Nein. Das ist... Komm, ich brauche den Platz. Das ist... Ja gut, solange ich nichts Lilanes mehr finde, ist mir das eigentlich wurscht, aber... Ist es ja eben. Nee, da habe ich nichts. Konsum. Blutresistenz. Weg. Schlabber ich. Ja. Junge, 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 Junge. Ich komme gar nicht aus dem Kissen sammeln raus. Sammelsurium mehr hier raus. Da ist zwar überall nur dieser Rotz drin, aber der bringt Kohle. Ja. Scherben, das ist alles gut, alles gut, alles sehr gut. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Hier unten sind auch noch so ein paar Primaten. Ja, logisch. Schon ein bisschen geschützt. Sag mal, wo bin ich hier jetzt? Ja. Oh, da muss ich sogar hin. Jetzt da mal rein, da ist ein weißer Kreis. Keine Ahnung. Also hier haben wir mehr als genug. Ja. Ja, soll mir echt wurscht sein. Jetzt hier endlich mal richtig vorwärts. Hier bin ich. So, jetzt wechseln wir mal die Waffen wieder. Ja, das Schwert tun wir jetzt mal raus und nehmen diese. Aha. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier soll, was ich hier mache. Und das ist, glaube ich, das Schöne dabei. Ja. Trollkapuze. Auf jeden Fall sind es alle Feinde. Das ist schon mal Fakt. Weil ich die Drinks nicht benutze. Oh. Ich finde die Drinks. Aua! Und benutze sie gar nicht. Nee. Weil ich mir immer das Enkes Schuhe. Müsst ihr euch angucken. Das ist, was habe ich hier hin? Große Erfrierung. Ich habe, glaube ich, gar keinen Eisschaden drauf. Ja, doch, auf den Dingern. Ich könnte hier auch mal wirklich mal ein bisschen schlabbern.
Großer Frostwächter. Ich könnte hier auch ein bisschen mal schlabbern und mir den anders zurecht tun, dass man... Naja. Ja, aber solange ich gut klarkomme, ist das ja okay. Ja. Ja klar, der Meister haben wir natürlich nicht. Schwermut weg. Kurz oder lang werde ich nach Hause müssen oder irgendwohin, wo ich verkaufen kann, damit Moment, Sekunde, nee, doch nicht, alles gut, alles gut. Ja, damit ich wenigstens Bescheid weiß, was Faktum ist hier. Was heißt Bescheid weiß? Auf jeden Fall. Dass ich mich mal richtig leer mache. Schwer. Nein, na, ah, hat doch nicht geklappt. Au. Alter. Nein, nein. Oh. Jetzt aber. Na, 4 Stück hat mich das gekostet. Elendiger. Scheiße. Ihr fragt euch sicher bestimmt, ja, warum machst du das denn dann, ne Mann, ne? Oh, ich muss sagen, wir müssen mal Schluss machen hier. Oh, sorry, Freunde. Wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter hiermit beschäftigen. Und dann würde ich sagen, geht's richtig rund.